Trotz einem allmählichen Einschwenken auf die Zielgerade des Prozesses dürfte es gerade in dieser Woche im Münchner Oberlandesgericht nicht langweilig gewesen sein. Die Wohlleben-Verteidiger wollen nämlich aus ihrem Mandanten ein Opfer machen. Das BKA hält es wohl für möglich, dass Beate Zschäpe aktiver am Bekennervideo beteiligt war, als eigentlich behauptet wurde. Und die Nebenkläger legen eine Fragenliste an die Hauptangeklagte vor. Wie immer berichtet unser Korrespondent Fritz Burschel natürlich vom Prozessgeschehen. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, hallo. Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen. Ja, Fritz, ich glaube, die Fragenliste der Nebenklägerin an Beate Zschäpe, die ist wohl heute das entscheidende Thema. Wohl 300 Fragen sollen auf dieser Liste stehen. Hast du denn einen Überblick, um welche Themen es dabei denn so gehen wird? Auf jeden Fall. Also das war wirklich der Mittwoch ein absolut spektakulärer Tag, denn Richter Götzel, der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in München, hat Fragen der Nebenklage zunächst mal insoweit zugelassen, als er sie einfach nur hat stellen lassen. Und das waren viele Fragen. Mhm. Es waren Fragen, die sehr, sehr eng am Ermittlungsstand dran waren, sich unmittelbar auf die Akten bezogen. Das heißt also, alles Fragen, die nicht mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt werden können. Darunter wirklich Fragen, wirklich das Panorama der ungeklärten Fragen, der ungeklärten Ungereimtheiten in diesem ganzen Prozess hat sich da eröffnet. Und begann eigentlich damit, und das fand ich eigentlich auch sehr beeindruckend, dass Nebenklageanwalt Sebastian Schamer erstmal die Namen aller Ermordeten nannte, um quasi uns alle auch nochmal in diesem Gerichtssaal daran zu erinnern, um was es hier eigentlich geht, um dann die Frage zu stellen, warum und auf welche Weise wurden diese Leute ausgesucht. Und daran anknüpfend war natürlich häufiger Punkt bei den Fragen, die von sehr vielen der Nebenklageanwältinnen und Anwälte gestellt wurden, die Frage, wer hat den NSU unterstützt? Denn viele der Morde sind eigentlich nur erklärbar, wenn Leute vor Ort Hinweise an den NSU auf bestimmte potenzielle Opfer gegeben haben. Und das bedeutet zum Beispiel im Zusammenhang mit Rostock, wer hat dem NSU auf diesen völlig abgelegenen Dönerimbiss in Rostock-Teutenwinkel hingewiesen, dass sie quasi sich dort ihr Mordopfer Mehmet Turgut aussuchen konnten? Es wurden sehr viele scharfsinnige Fragen gestellt, die darauf hindeuten, dass die zumindest an dieser Fragerunde beteiligten Nebenklagevertreterinnen und Vertreter sehr, sehr akribisch die Akten nochmal angeschaut haben. Es wurde zum Beispiel gefragt, warum Beate Zschäpe in ihrer Aussage gesagt hatte, sie hätte immer die Tür aufmachen müssen, wenn es geklingelt hätte an der gemeinsamen konspirativen Wohnung, wenn sie doch in der Frühlingsstraße eine Videoüberwachung hätten. Warum hätte sie die Tür offen machen müssen, um zu gucken, ob Polizei kommt, wenn sie das ja doch schon gewusst haben könnten wegen der Videoüberwachung? Es wurde gefragt, Beate Zschäpe hatte in ihrer Aussage gesagt, es sei ihr letztes Versprechen an die beiden Uwes in Anführungszeichen gewesen, dass sie die Wohnung in Brand steckt, wenn sie aufliegen, wenn sie getötet würden oder sich selbst getötet hätten. Das sei der letzte Schwur gewesen, quasi, den sie ihren beiden Uwes gegeben habe. Und das ist ja für die Frühlingsstraße noch einigermaßen nachvollziehbar, denn das Haus stand ja sonst leer, außer die Wohnung, die die drei bewohnt haben. Allerdings ist die Frage berechtigt, wie hätte sie dieses Versprechen denn erfüllt in den Wohnungen vorher, in Zwickau alleine, zum Beispiel in der Polenzstraße, was ein Mietshaus war, wo sie mitten unter anderen Mietern gewohnt hätten, wo also quasi der Tod von anderen Menschen durch diese Inbrandsetzung bzw. Explosion in Kauf genommen hätte werden müssen. Es ging in einer Tour mit solchen Fragen weiter, ungeklärte Fragen, welche Fahrzeuge wurden wann angemietet, gibt es Zusammenhänge zwischen Fahrzeugen und Morden, also angemieteten Fahrzeugen und Morden in Nürnberg und München zum Beispiel. Es taucht die Stadt Glauchau auf. Die Frage, ob in Glauchau möglicherweise eine weitere Wohnung des NSU gewesen ist,
Das ist eine Frage, die schon länger herumgeistert und worauf Beate Zschäpe auch in ihrer Aussage eingegangen war. Mhm. Und schließlich wurde auch der Neuverteidiger von Zschäpe, Herr Grasel, ein bisschen auf die Hörner genommen, insofern als er der Taz gegenüber gesagt hatte, es sei gar nicht keineswegs erwiesen, dass Beate Zschäpe die Videoaufnahmen von dem Anschlag in der Kolbstraße mitgeschnitten hätte. Das hätte genauso gut jemand anderer machen können, unter anderem möglicherweise sogar André Eminger. Und dieser, da haben sich natürlich auch etliche drauf gestürzt und gefragt, wie denn Grasel zu dieser Aussage käme. Also da hat Grasel im Grunde genommen seine eigene Mandantin ein wenig reingeritten. Okay. Und ich denke mal, ganz kurz noch abschließend, wirklich ein Fest des Scharfsinns und der Akribie kann man diese Fragestunde nennen. Und letztlich ist auch das Gericht vorgeführt worden, denn all diese Fragen wären eigentlich Fragen, die das Gericht hätte klären sollen oder sich zumindest drum bemühen müssen. Das heißt also auch, Götzl und sein Team sind durch diese ungefähr 300 Fragen durchaus düpiert worden. Ja, wir wissen ja, dass sich die Verteidiger genau mit der Beantwortung dieser Fragen ja auch so gerne dann mal alle Zeit der Welt lassen. Wie realistisch hältst du es denn, dass davon wenigstens ein Teil in dem letzten Rest des Prozesses noch beantwortet werden kann? Ja, also das sehe ich eher ambivalent. Die Reaktion war auch so. Also wir erinnern uns bei der Aussage von Beate Zschäpe, die ja ihre Anwälte verlesen haben, hieß es ganz klar, Fragen des Senats, also des Gerichts und auch der Bundesanwaltschaft würden beantwortet werden, aber die Fragen der Nebenklage würden nicht beantwortet werden. Das hat besonders bei den Betroffenen, also den Angehörigen der Mordopfer, für wirkliche Empörung gesorgt, dass sie sich einerseits damals entschuldigt hat bei den Opfern und andererseits kategorisch ausgeschlossen hat, ihre offenen Fragen zu beantworten. Jetzt hat Borchert, der ältere der beiden Neuverteidiger von Beate Zschäpe, gesagt, gleich zu Anfang, bitteschön, Sie können diese Fragen gerne stellen lassen, aber wir werden sie nicht beantworten. Dann, nachdem der Tag rum war mit diesen 300 Fragen, hat Borchert sich dann nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, ja, Sie würden jetzt prüfen, ob Sie und welche dieser Fragen Sie beantworten, aber das seien so viele, das würde Monate dauern, sie zu beantworten. Also insofern haben wahrscheinlich auch die beiden Neuverteidiger von Zschäpe vielleicht auch sie selber gemerkt, dass sie durch diese Fragen in eine echte Bredouille gekommen sind, dass dieses hermetische Bild, was sie in der Aussage von Beate Zschäpe von der Angeklagten gezeichnet haben, sie als Opfer, als Liebende, als abhängige Hörige von ihren zwei Uwes, die nichts wusste und immer nur empört war und aber den Absprung nicht gefunden hat, dass dieses Bild allein schon nach der Äußerung dieser Fragen so nicht haltbar ist. Insofern ein schwarzer Tag für die Verteidigung Zschäpe und ein großer Tag für die Nebenklage. Ja, zwei kleine Aspekte der letzten Woche haben wir noch, die wir noch anreißen müssen. Und zwar unter anderem erinnern wir uns ja an den Namen Andreas Temme. Das ist ein Verfassungsschutzbeamter in Hessen gewesen, der beim Mord an Halid Yozgat in Kassel anwesend war. Und der war jetzt im Untersuchungsausschuss in Hessen geladen. Gab es denn da auch irgendwie in München was Neues drüber zu berichten? Ja, im Grunde nicht. Also der Punkt ist der, man sieht an dieser kleinen Episode, oder so klein finde ich sie gar nicht, an dieser Episode aus dem Untersuchungsausschuss in Hessen, wie wenig eigentlich diese Ereignisse mit dem Gerichtsverfahren in München korrespondieren. Also das, was dort in Hessen geschehen ist, eine etwas kuriose Geschichte, hat keinerlei Auswirkungen auf den Münchner Prozess erstens und zweitens auch in der Öffentlichkeit nicht. Also die Leute nehmen die Untersuchungsausschüsse deutlich weniger war als das Gerichtsverfahren, auch nach fast 300 Tagen. Es war also so, es war nicht Temme selber, der war schon vor längerer Zeit im Untersuchungsausschuss in Hessen, sondern ein Polizeibeamter, der gegen ihn ermittelt hatte, Herr Teichert. Und der sagte in seiner Aussage, Temme sei am 9. Juni 2004 in Köln gewesen, auf einer Schulung.
Und das ist der Tag des Bombenanschlags, des Nagelbombenanschlags auf die Kolbstraße. Mhm. Das hat natürlich erstmal für ziemlichen Aufruhr gesorgt. Das bedeutet, Temme wäre, wenn das so ist, an zwei Tatorten gewesen als verbeamteter Staatsmensch, als Verfassungsschützer. Mhm. Und dann allerdings am nächsten Tag ist nachgelegt worden, dass seitdem wahrscheinlich ein Missverständnis zugrunde liegt und dass das genau ein Jahr später war. Am 9. Juni 2005, kurioserweise der Tag des Mordes an Ismail Jascha in Nürnberg, aber kein Zusammenhang mit dieser Schulung von Andreas Temme. Also da ist irgendwie ein Verunsicherungsfeuerwerk losgegangen, was sich dann als Missverständnis herausgestellt hat, aber so richtig wahrgenommen hat das eigentlich niemand. Ja, man hat es auch in den Zeitungen und so weiter nicht lesen können, aber jetzt hat das BKA nun festgestellt, und das liest man dann doch hin und wieder mal irgendwo in den Medien, dass Beate Zschäpe doch scheinbar aktiver an der Erstellung des Bekennervideos beteiligt sein könnte, als sie bislang behauptet hat. Und dazu hat wohl in dieser Woche auch eine Beamtin in München ausgesagt. Was hat die denn darüber berichtet? Ja, das ist immer dieselbe Beamtin, die darüber berichtet. Die ist nämlich kräftig am Ermitteln, eine ungeheuer fleißige und auch akribisch arbeitende Frau offenbar. Und sie hat schon im März darüber berichtet, dass es eigentlich keine andere Erklärung für die Videomitschnitte gibt, die vom zum Beispiel Bombenanschlag in der Kolbstraße gemacht worden sind, dass die von Beate Zschäpe gemacht worden sein müssen, die an einem Videorekorder gesessen sein muss am Tattag und von zwischen zwei Sendern, NTV und WDR, hin und her gesprungen sein muss. Das lässt sich relativ klar nachweisen, dass das eigentlich nur in der Wohnung in der Polenstraße in Zwickau gemacht worden sein kann und dass damit eine ganz offensichtliche Tatbeteiligung entgegen der Aussage von Beate Zschäpe an diesem Anschlag nachgewiesen werden kann. Frau Pflug sagte, so einen richtigen Knaller hätten sie nicht gefunden, das sei im Grunde alles bekannt, aber es deutet doch sehr viel darauf hin, dass sie selber an einen Rekorder, einen VHS-Videorekorder selbst Hand angelegt hat, der allerdings nicht mehr da ist, den es auch im Brandschutz in der Frühlingsstraße offensichtlich nicht gegeben hat. Also es ist immer noch schwierig, ihr das hundertprozentig nachzuweisen, aber es deutet doch sehr viel darauf hin, dass sie doch mehr wusste, dass sie beteiligt war, dass sie hier Unterstützungsleistungen erbracht hat, um Bilder, die dann auch in den Bekennervideos auftauchen, mitzuschneiden aus dem Fernsehen. Ja, Fritz, dann werfen wir zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick voraus. Wie geht's denn jetzt weiter in der nächsten Zeit? Wird es nochmal eine Sommerpause geben und was, denkst du, kann bis dahin noch geklärt werden? Also wir wissen, dass die Terminierung steht ja, die Sommerpause beginnt nach dem 2. August. 2. August, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der letzte Verhandlungstag. Und wie es bis dahin weitergeht, weiß kein Mensch, weil Richter Götzl sich in seine Ladungspraxis von Anfang an des Prozesses nicht hat reinschauen lassen. Im Moment ist es ja so gewesen, dass man das Gefühl hatte, es dümpelt vor sich hin und es werden jetzt nur noch akribisch Geschichten abgearbeitet, die unbedingt mal im Gerichtssaal genannt werden müssen von Seiten des Gerichts, auch für die Formulierung des Urteils. Aber es könnten auch noch Überraschungen ins Haus stehen. Man hört, dass der NPD-Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, Herr Peterreit, als Zeuge geladen ist. Das hat den Zusammenhang eines Beweisantrages der Nebenklage zum Nazi-Fan, zum Magazin Der Weiße Wolf. Also das könnten ein paar interessante Aspekte sein und ja, es geht weiter bis 2. August.